Die jungen Leute sind ja nur noch politikverdrossen. Die interessieren sich ja für gar nichts mehr, außer für das nächste für Apple-Produkt. Deshalb engagieren die jungen Leute sich ja auch bei Attac oder bei Demos gegen Stücke 21 oder bei der Occupy-Bewegung, weil die so desinteressiert sind. Aber wenn sie als junger Mensch bei Occupy engagieren und gegen den Finanzkapitalismus demonstrieren, dann müssen sie sich von diesem Gaukler, der uns mit der Politik versöhnen will, anhören, dass solche Demonstrationen unsäglich albern sind. Sie sollen sich nämlich mit der Politik versöhnen, nicht selber darüber nachdenken. Hier ist keiner Politik verdrossen. Wir sind Politiker verdrossen, meine Damen und Herren. Und das völlig zu Recht. Unsere Politiker werfen sich regelmäßig von der Oppositionsbank aus das vor, was sie selber machen, wenn sie auf der Regierungsbank sitzen. Und jetzt bilden sie alle aus Angst eine Wagenburg gegen die Piraten. Vor denen haben sie Angst, denn da wird richtig diskutiert. Und das kann der deutsche Politiker gar nicht ertragen. Wissen Sie, was das Lustigste an der immer panischer werdenden Reaktion auf die Erfolge der Piraten in Umfragen ist? Menschen, die in ihrem ganzen Leben noch nie ein einziges Wahlprogramm gelesen haben, die schimpfen darüber, dass die Piraten keines haben. Ich weiß nicht, was sie beim letzten Mal gewählt haben. Ich will das auch nicht wirklich wissen. Aber ich wette mit Ihnen, wenn ich Sie jetzt frage, was die von Ihnen favorisierte Partei in ihrem letzten Wahlprogramm zum Thema Bildung zu sagen hat, da können Sie nur mit den Schultern zucken. Kein Mensch liest Wahlprogramme, aber die Piraten sollen gefälligst eines haben, damit der Deutsche sagen kann, sowas lese ich nicht.